Sozialpädiatrisches Zentrum heißt, es ist ein Spezialambulanzzentrum für Kinder und Jugendlichen im Alter von 0 bis 18 Jahren. Hier werden Kinder und ihre Familien betreut mit Entwicklungsauffälligkeiten, mit neurologischen Erkrankungen oder mit chronisch-organischen Erkrankungen. Notwendig ist jetzt dieser Neubau oder dieser Umbau geworden, weil das SPZ bei der Gründung der Kinderklinik an sich nicht vorgesehen war. Das heißt, wir waren die letzten Jahre in Behelfsräumen im Personalwohnheim untergebracht und konnten uns jetzt durch den Umbau und die Auflösung des ehemaligen Mayhofspitales hier ein bisschen erweitern. Die Kosten insgesamt waren ca. bei 7,5 Millionen. Es bleibt aber noch ein relativ großer Restbetrag von 1,5 Millionen, die wir jetzt versuchen, mit unserer Aktion Wir bauen fürs Leben reinzubekommen, weil wir da einfach auch Unterstützung aus der Bevölkerung, aus der Region brauchen, da das die Kinderklinik alleine nicht finanzieren kann aus diesen Mitteln heraus.